Ja, hallo Naturfreunde. Ich bin wieder unterwegs gewesen, meinen Lieblingsfisch, den Hecht, zu filmen. Naja, leider habe ich in diesem Jahr noch nicht ganz so viel filmen können. Aber der Sommer ist noch nicht um. Da wird noch einiges kommen. Auf jeden Fall habe ich hier einen kleinen Ent und dann an einer bestimmten Stelle, wo eigentlich immer sehr viele Jungfische waren, diesen verletzten Hecht. War leider verletzt. Schade. Aber kann man nicht ändern. Während ich hier so saß, bemerkte ich, dass eine Ringelnatter vom anderen Seeufer genau auf mich zuhielt. Da hatte ich doch ein bisschen Glück. Und Problem war eben bloß, ich hatte meine andere Kamera nicht bei. Denn hier mit dieser Outdoor-Kamera habe ich bloß einen vierfachen optischen Zoom. Und das bringt überhaupt nichts zu zoomen. Also musste ich mich anschleichen. Was mir auch gelang. Und die hat mich überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, die Schlange war etwa 70 cm lang und musste auch wohl vor kurzem fette Beute gemacht haben. Also entweder einen großen Frosch, eine Maus, aber höchstwahrscheinlich doch ein Fisch. Und jetzt war sie wohl auf der Suche nach einem geeigneten Platz, um zu verdauen. Ja, es war schon eine tolle Begegnung. Ringelnattern ernähren sich hauptsächlich von Lorchen, also wie zum Beispiel die Erdkröte ist wohl die häufigste Beute oder Frösche und natürlich auch Fische. Aber ich konnte auch schon Ringelnattern beobachten, die Aas fressen, tote Fische zum Beispiel. Also die Beute muss sich nicht bewegen, die muss dann wahrscheinlich nur riechen. Und riechen können Schlangen sehr gut. Ringelnatter paart sich Ende April bis Ende Mai. Das ist aber auch ein bisschen von der Temperatur abhängig. Und die Eiablage erfolgt dann Ende Juni, Anfang August. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass die jetzt hier Eier im Bauch hat. Aber ich möchte mich da absolut nicht festlegen.
Ja, und was mir hier überhaupt noch nicht aufgefallen war, da liegt doch tatsächlich noch eine zweite Schlange. So in der Bildmitte ganz oben. Jetzt kann man auch den Kopf sehen. Da ich immer das Display beobachten muss, habe ich das nicht bemerkt. Genau wie hinter dem verletzten Hecht noch ein kleiner Hecht steht. Das ist mir auch erst auf dem Computer aufgefallen. Ja, die Ringelnatter hat auch ein anderes, nicht so aggressives Revierverhalten wie zum Beispiel Säugetiere oder Vögel. Also sie arrangiert sich schon damit, dass sie auch anderen Schlangen begegnet.